Herzlich willkommen, Leute, zu Neverending Nightmares. Puh, es freut mich, da ich endlich dieses Spiel starten kann. Ihr seht es ja in der Beschreibung wie gewohnt, da steht ja alles drin, von wem und so weiter und so fort. Wir starten mal. Stellen gerade die Grafik noch ein bisschen höher. Hat der Aufnahme jetzt nicht geschadet, wie es aussieht. Das freut mich sehr. Und ich hatte, muss ich zugeben, drum steht jetzt hier auch weiter oder neu beginnen, einige grafische Probleme. Wir schauen jetzt mal die Story. Tolle Story. Wir spielen also einen Typ. Ein Typ, der Albträume hat. Und damit herzlich willkommen zu diesem Horror-Let's Play. Ihr habt es euch ja gewünscht mit Facecam. Ich hatte einige Probleme jetzt gerade im Vorfeld, das hier aufzunehmen. Weswegen ich auch gerade noch einen Spielstand hatte. Ein bisschen was kenne ich schon, aber nicht viel. Wirklich nicht viel. Ich weiß, dass man interagieren kann, beispielsweise mit dieser Tür. Und wir gucken uns das hier einfach mal an. Wirklich viel kenne ich nicht. Ich bin hier nochmal ein bisschen durch die Gegend gestapft, hatte aber einige technische Probleme. Und freue mich, dass es jetzt funktioniert, wie es aussieht. Sprinten können wir im Übrigen auch. Gut. Okay. Ich bin echt gespannt, was auf mich warten wird. Wie gesagt, ihr habt euch im Voting ja ausgesucht. Vielen Dank dafür nochmal. Nee, aber es waren sowieso alles Spiele, die einen gruseligen Eindruck gemacht haben. Das hier vielleicht noch am wenigsten. Und ich glaube, diese gelben... Die gelben Bilder, die konnte man anschauen. Das habe ich schon in der Probe, also in der ersten Aufnahme, die jetzt halt gefailed war, gesehen. Ja, die sehen doch alle sehr nett aus, ne? Ups, das wollte ich nicht, sondern ich wollte es ja hier wegmachen. Wie kann ich das... So mache ich das. Die sehen genauso aus wie der Typ, also insofern nichts Gruseliges. Eine nette Familie, auch wenn sie ernst gucken. Aber vielleicht hatten die auch Aufnahmeprobleme vor dem Foto. Das weiß man nicht. Kurzer Lag, alles okay. So. Aber jetzt läuft's, das freut mich sehr. Like a Sir, würde ich mal sagen an der Stelle. Das fällt mir gerade spontan ein. Und es laggt ein wenig, was nichts macht. Das ist alles okay. Solange es nicht schlimmer wird. Wenn nicht, können wir die Grafik ja auch noch umstellen. Wobei ich jetzt nicht weiß, dass an der Grafik extrem sein soll. Ist ja eh nur diese schwarz-weiße Comic-Look. So. Na. Was ist das? Das ist, glaube ich, Latein, ne? Wenn das jemand kann, bitte Stopp drücken und durchlesen und mal in die Kommentare spoilern, was da steht. Vielleicht mal kurz übersetzen. Ich habe nämlich keine Ahnung von Latein, hatte das nie in der Schule. Dementsprechend kann ich da jetzt gar nichts dazu sagen. Und ich würde mal vorschlagen, wir gehen einfach mal weiter. Denn hier wartet ja mit Sicherheit noch einiges anderes auf uns in diesem niemals endenden Albtraum, der aber wahrscheinlich doch irgendwann ein Ende hat, würde ich mal schätzen. Okay, und da steht jemand, wie es aussieht. Oder auch nicht. Okay, das hat mich jetzt nicht wirklich erschreckt. Ein bisschen gegruselt, bestenfalls. Okay, hier sind Fenster, das ist auch okay. Fenster sind super. Und wir laufen mal weiter. Hier sind viele Fenster. Und viele Schränke. Wow! Fick dich, Spiel! Doch nicht jetzt schon! Oh nein. Okay. Und es gibt auch Vögel, also man sollte da so Sticker anbringen. Okay, man muss auch dazu sagen, ab jetzt kenne ich gar nichts mehr. Das mit dem Vogel habe ich auch schon nicht mehr gekannt. Dementsprechend bin ich jetzt um einiges vorsichtiger. Boah, Ente oder Truthahn. Geil. Kriegt mir ja voll Appetit. Nochmal. Okay, das hat nichts zu sagen. Das hat nichts zu sagen, Leute. Und auch, dass hier irgendwas Rotes liegt, ne? Da hat das Lin... Kann ich irgendwas machen? Hier hat das Linferno wahrscheinlich einfach Evil Within gespielt. Oder es ist Spaghetti-Eis oder sowas. Mein Gott. Oh, hier liegt auch ein Beil. Das könnte man ja mitnehmen, so als Waffe. Denn im Horrorspiel wird es bestimmt auch Gegner geben. Aber das machen wir nicht.
Weil wir sind ja in einem Horrorspiel, da nimmt man keine Waffen mit. Außer eben bei The Evil Within, aber wir sind nicht Slinferno. Guck mal, ein Poloch. Sieht zumindest so aus. Warum gehen wir jetzt raus in den Wald? Ich möchte das eigentlich gar nicht. Ich finde unseren Charakter eigentlich ganz knuffig, ohne jetzt ablenken zu wollen. Kommen jetzt gleich wieder so Killervögel? Der Baum hat Hände. Okay, der will uns aber nicht grapschen. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich derbe erschreckt. Oh, wir laufen auf den Friedhof, natürlich. Alexander Bruce liegt hier. Okay, können wir uns nicht ansehen. Justin, LP, Frühling, Sean Robert Conn, James Capps. Alles schon etwas älter, also schon länger tot, wie es aussieht. Von den Daten her. Und hier ist was Helles. Was Grelles. Kann ich hier was machen? Gabby, no. You're still sleeping? You promised we'd meet for breakfast. Oh. Are you okay? You look upset. I'm sorry. I just had a terrible nightmare. I dreamt you were dead. That's silly. I'm fine. Besides, you always promised you'd take care of your little sister. Well, that was when we were kids. It's still true, isn't it? Yeah. Why don't you try to get back to sleep? I'll wait outside. Ich mag gar nicht weiterspielen. Das war das Mädchen vom Anfang, ne? Ich folge ihr mal. Das war das Mädchen vom Anfang, das geblutet hat, glaube ich. Und das ist also unsere Schwester. Und scheinbar haben wir Albträume wegen ihr oder mit ihr. Ich weiß jetzt nicht, ob ich in die Tür soll oder weitergehen soll. Ich gehe mal rein. Okay, langsam wird es echt ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Warum hat er einen Schädel in der Hand? Okay, alles gut. Soll mich nicht stören. Ich spiele das Ganze 100% blind, ne? Wollte ich nochmal anmerken. Also alles, was ich von dem Spiel weiß, weiß ich aus dem Trailer. Und natürlich einen Kellerabgang. Und halt von der verkackten Aufnahme von vorhin. Okay, ich gehe lieber in den Kellerabgang. Wenn auch das sehr ungerne. Ich finde unser Charakter echt knuffig, muss ich sagen. Auch wie er so ängstlich immer hin und her schaut. Gut, die erste Folge ist noch nicht vorbei. Ich hatte die Hoffnung. Yo, alles klar. Wir gehen wieder hier lang. Gar kein Ding, ich bin da hartnäckig. Wisst ihr? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Ich sage einfach mal, dass ihr es wisst. Wir können auch nicht boxen, wir können gar nichts machen. Wir können nur dumm durch die Gegend laufen. Was mir persönlich eigentlich gar nicht reicht. Ich finde die Schatteneffekte ganz geil gemacht. Wir gehen wieder denselben Gang entlang. Der Typ hat immer noch einen Schädel in der Hand. Warum auch immer. Also es hat sich hier nicht verändert, wie es aussieht. Und wir gehen wieder in den Keller. Oh, Thomas. Thomas spielen wir übrigens. Wir spielen Thomas. Und nicht Gordon. Wir spielen nur Thomas. Oh Mann. Okay. Ich will hier gar nicht lang. Ich darf hier gar nicht lang. Ich darf hier gar nicht lang. So sieht's doch aus. Ich darf da gar nicht lang. Ich werde da immer wieder weggeschmissen. Ich dachte, wenn ich da öfter lang gehe, passiert da irgendwas? Aber ich darf da einfach gar nicht lang gehen. Ich werde da immer wieder ins Bett gewarbt, sozusagen. Ich gehe jetzt nochmal denselben Weg, aber nicht in den Keller, sondern hier geradeaus. Ich vermute aber, da wird dasselbe passieren. Weil es hier auch sehr dunkel ist. Also ich hoffe, da wird dasselbe passieren. Nicht, dass hier irgendwas anderes passiert. Ich gehe erstmal zu den Brettern. Ja, hä? Achso, ich kann es nur angucken. Okay, gut. Passt mir. Oh, ich will hier gar nicht lang. Ich will überhaupt nichts machen in diesem Spiel, weil ich keine Ahnung habe, was hier erwartet.
was mich hier erwartet. Klar, jetzt kann man sagen, das ist ja nur gezeichnet, das nimmt einen ja gar nicht mit. Ein Scheiß. Ich habe einen neuen Gegenstand in meinem Inventar, das hilft mir auch nicht weiter. Außer es ist eine Shotgun, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Eine Shotgun mit Flashlight-Mod. Mua. Oh Gott, nicht die Puppen. Nicht solche Puppen. Mit ohne Augen, weißt du? So richtige Zombie-Puppen. So ekelhafte. Atmosphärisch ist das Spiel schon mal sehr gut, leider. Ach, jetzt bin ich hier. Okay, cool. Alles klar, dann gehen wir jetzt nach rechts zur Standuhr. Ich habe echt ein bisschen Herzklopfen gerade. Ich fand das gerade sehr makaber mit der Kuckucksuhr, die keine ist. Oh, hier ist saudunkel. Hallo? Na, Leute? Warum hat er so Albträume? Der muss in die Schlaftherapie oder so. Einen Psychologen aufsuchen. Und ich gleich auch. Ehrlich gesagt. Okay, wir laufen durch den dunklen Gang mit den netten Fenstereffekten. Das ist alles gar kein Problem. Was soll hier schon passieren, ey? Wir laufen jetzt hier in die Dunkelheit um die Ecke rum. Da ist ein Bild vom Totenkopf. Aber mein Gott, das ist ja auch nichts Neues. Passiert mal in Horrorspielen, dass da ein Bild vom Totenkopf ist. Hier ist wieder Like a Sir. Diesmal sieht aber irgendwie anders aus, als auf dem Foto ich schon gesehen hatte. Hier ist ein Nähzimmer. Mit Totenköpfen an der Wand. Das ist okay. Jedem seinen Geschmack, ne? Gab ja auch mal Etardi eine Zeit lang. Diese Modemarke, vielleicht kennt die der ein oder andere mit diesen bunten T-Shirts. Da waren ja auch Totenköpfe drauf. Nein, heul nicht rum, ey. Irgendjemand heult da. Es ist mir scheißegal, wer da heult. Ich gehe direkt in die erste Tür. War natürlich nur Spaß. Ich gehe da ja nicht rein. Ich bin ja nicht blöd, ne? Es war ja nur Spaß. Ich gehe erst mal hier links lang. Na, gucken wir mal, was hier ist. Hier ist eine Kerze auf jeden Fall. Das ist doch super. Guck mal, eine Kerze. Ach, die darf ich mitnehmen. Ach, das ist ja nett. Ich hätte lieber das Beil vorhin mitgenommen, aber das darf ich nicht mitnehmen. Nur die Kerze. Jetzt darf ich nämlich an die dunklen Orte kommen. Das ist super. Gut, Leute. Und was sich an diesem ersten dunklen Ort verbirgt, sehen wir in der nächsten Folge. Ihr sollt nämlich auch leiden. Nicht nur ich leide hier, ihr leidet auch. Und ihr dürft jetzt bis morgen warten. So sieht's aus. So sieht's aus. Ich hab schon jetzt keinen Bock mehr. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst mal einen Kommentar da, wie es euch bis jetzt gefällt. Und bitte keine Spoiler in den Kommentaren. Das ist natürlich wichtig, aber ich denke, das brauche ich nicht dazu sagen. Aber da seid ihr auch eigentlich nie so asozial. Oh Gott. Danke fürs Zuschauen. Und bis gleich. Beziehungsweise bis morgen.